Kollege Thomas Jatzombek für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, zu dem Punkt in der Debatte wurde schon umfangreich erklärt, wie viel wir mit der digitalen Agenda in dieser Periode geschafft haben. 4,5 Milliarden für das Breitbandförderprogramm, Milliarden für die Start-ups, unser großes IT-Sicherheitsgesetz, wo übrigens das Kabinett am Mittwoch den zweiten Korb verabschiedet hat. Wir haben in vielen Bereichen geliefert und auch drumherum. Der Bundesinnenminister hat gesagt, bei den Bund-Länder-Finanzbeziehungen auch das Thema der einheitlichen Portalstandards. Und was mir persönlich auch ein wichtiges Anliegen war, hier in der letzten Plenarsitzung das Open-Data-Gesetz endlich geschaffen. Aber, meine Damen und Herren, heute ist ja auch der Zeitpunkt, wo wir darüber reden, was eigentlich unsere Aufgabe für die nächste Periode ist. Und da war ich gestern zusammen mit einem jungen Familienunternehmer aus der Logistikbranche und er hat es an einem schönen Beispiel beschrieben, wo unsere Herausforderung ist. Er hat mir erzählt, dass er in seiner Firma viele Gabelstapler hat, dass man pro Gabelstapler 4 Leute braucht, um die durchgehend zu betreiben. Und dass es inzwischen Gabelstapler gibt, die eigentlich von alleine fahren können und das für ihn ein riesiger Vorteil wäre. Jetzt hat er allerdings mehrere Hallen, die miteinander verbunden sind und zwischen all diesen Hallen gibt es Tore. Jetzt hat die Berufsgenossenschaft die Auflage gemacht, dass er diese selbstfahrenden Roboter, diese selbstfahrenden Gabelstapler nur einsetzen darf, wenn er jedes Tor zu einem smarten Tor umrüstet, sodass das mit diesem Gabelstapler kommuniziert. Denn es könnte ja passieren, dass ein Brand entsteht, der Gabelstapler auf dieses Tor zufährt, der das nicht versteht, dass es sich gerade schließt und dann anschließend dieses Tor blockiert und der Brand überschlägt. Kostenpunkt 100.000 Euro, seine Entscheidung, selbstfahrende Gabelstapler setzt er nicht ein. Und das zeigt ziemlich eindeutig, was das Problem ist. Nämlich es sind 2 Dinge meines Erachtens. Die eine Sache ist, dass wir Deutschen nach wie vor extrem gut darin sind, Prozesse, bevor sie eingeführt wurden, so lange zu denken, bis wir ganz sicher auf Probleme stoßen, die die Einführung unmöglich machen. Ich sage hier nur mal exemplarisch die Diskussion über die Maschinensteuer. Nach dem Motto, bald werden Millionen Arbeitsplätze entfallen, Maschinen zahlen keine Lohnsteuer und keine Einkommensteuer und deshalb müssen wir jetzt schon mal eine Steuer auf Maschinen erheben, um dann am besten noch ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Das ist der falsche Weg. Mit diesem Weg werden wir keine einzige dieser Maschinen einführen. Die werden dann woanders entstehen und die Arbeitsplätze fallen eben gerade bei uns weg. Und das zweite Problem ist aber, wir müssen den Menschen eine Perspektive darin zeigen, wie es mit ihren Jobs auch durch die Digitalisierung weitergeht. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und deshalb brauchen wir die Weiterbildungsrepublik Deutschland. Denn jeder von diesen Gabelstaplerfahrern hat eine Perspektive, auch wenn er nicht mehr auf dem Gabelstapler sitzt. Er kann zum Beispiel Fernfahrer werden, denn in dem gleichen Gespräch habe ich erfahren, dass es bei Fernfahrern ein riesiges Nachwuchsproblem gibt und die Weiterqualifizierung in 3 Monaten möglich ist. Jeder Mensch in Deutschland braucht für sich persönlich eine konkrete Weiterbildungsperspektive. Und zwar auch eine digitale Weiterbildungsperspektive. Das werden wir nicht alles nur mit Präsenzkursen organisieren können. Das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz zentraler Punkt. Und wir müssen beim Thema Digitalisierung auch in die Schule hinein. Vorhin habe ich es noch nicht genannt. Die Bundesforschungs- und Bildungsministerin hat den Digitalpakt D mit 5 Milliarden auf den Weg gebracht. Und ich habe in dieser Woche in Nordrhein-Westfalen mitverhandelt am Koalitionsvertrag im Kapitel der Digitalisierung. Das ist keine Drohung, sondern wir treffen auf ein Bildungssystem, was immer noch so aussieht wie vor 15 Jahren. Und das darf so nicht sein. Die Enquete-Kommission hat in der letzten Periode beschlossen, jeder Schüler und jede Schülerin braucht ein eigenes Tablet. Wir haben in Nordrhein-Westfalen mal ein tolles Programm gemacht, das nannte sich Jedem Kind ein Instrument. Weil ein Kind, was kein Instrument lernt, kann gar nicht feststellen, ob es musikalisch begabt ist. Jetzt müssen wir das Projekt machen in Deutschland, jedem Kind eine Zeile Code. Ein Kind, was nicht wenigstens im Basisniveau einmal Programmieren gelernt hat, kann nicht nur feststellen, ob es ein Talent hat, sondern vor allem wird in dieser Welt von Echokammern, Facebook und all diesen Algorithmen überhaupt nicht begreifen, was mit ihm passiert und diese Dinge kritisch hinterfragen können. Wir müssen beim Thema Produktsicherheit eine Menge machen.
Diese Videokameras, die an jeder Ecke gekauft werden und die kaum Sicherheitsstandards erfüllen, ist ein großes Thema. Hier haben wir schon einen Entschließungsantrag gemacht, da müsste mit Europa gehen. Und wir müssen auch beim Thema der Mobilität, glaube ich, neue Wege gehen. Das Thema Personenbeförderungsrecht wurde hier angesprochen. Zum Schluss möchte ich dem Kollegen Klingbeil den Dank erwidern und für die gute Zusammenarbeit in dieser Koalition danken. Ich glaube, in der nächsten Koalition geht aber noch mehr. Und darauf freue ich mich doch sehr, auch mit diesem Ausschuss, der bewiesen hat, dass er viel Kompetenz ins Parlament eingebracht hat und von dem ich überzeugt bin, dass er nicht nur fortgeführt wird, sondern dass er aufgewertet wird. Darauf freue ich mich sehr und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Danke, Schipanski, hält nun das Wort.